Hallo liebe Sportwagenfreunde, heute ist es endlich soweit. Nach 21 Monaten Wartezeit bekommen wir die Corvette. Kommt mit. Probieren wir mal aus, was das Ding kann. Ich würde sagen, wir fahren los, oder? Ja. Wir befinden uns am Autohaus Brass in Dietzenbach. Erstmal ein Dank ans Autohaus Brass, dass die Lieferung doch noch geklappt hat. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, dass die Corvette kommt. Wie gesagt, 21 Monate habe ich auf das Auto gewartet mit voller Vorfreude und ja, jetzt ist sie endlich da. Dann fahren wir mal los. Schau dir mal diese Rückfahrkamera an. Das Auto besitzt zwei Rückfahrkameras. Einmal für oben und einmal für hinten. Wahnsinn. Fühlt sich auch sehr hochwertig an, das Lenkrad. Schön mit Alcantara bezogen. Die Form ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde auf jeden Fall geil. Ne, ist quadratisch quasi. Die Mittelkonsole an sich, wir haben das Carbon Package gewählt, also wir haben hier innen drin überall Carbon Applikationen, was halt ging, sage ich jetzt mal dazu. Das, was zu bestellen ging, das haben wir gemacht. Das Fahrzeug hat auch ein Liftsystem, das heißt, ihr könnt das Fahrzeug vorne anheben, wenn es mal ein bisschen eng werden sollte, wie ihr das auch vom Lamborghini oder Ferrari kennt bei mir. Dann können wir das Fahrzeug vorne anheben. Finde ich sehr praktisch. Auch gerade, wenn wir das Fahrzeug verladen und zum Kunden fahren, ein sehr, sehr gelungenes Hilfsmittel. Ansonsten, ja, Bose Soundsystem haben wir auch drin. Ich bin mal gespannt. Wir müssen die jetzt ein bisschen einfahren, hieß es. Die ersten 1000 bis 1200 Kilometer sollte man behutsam fahren. Und danach öffnet sich auch hier in der Cockpit-Anzeige. Könnt ihr mal hier raufschauen. Wir haben hier eine Art Begrenzer, das heißt bis 3500 Umdrehungen können wir gehen, mehr sollten wir nicht, aber wir schauen mal. Es gibt keine zwingende Einfahrhinweise, es ist nur ein Ratschlag. Ja, was gibt es zu dem Fahrzeug zu sagen? Es ist eine Corvette C8, nagelneu, Baujahr 2023, auch 2023 produziert. Ihr seht ja hier Kilometerstand, schaut mal hier nochmal auf Zarro. 13 Kilometer hat das Fahrzeug, haltet euch fest, 13. Eine schöne Glückszahl. Wir haben vorhin schon mal das Dach abgenommen. Geht auch recht fix. Es handelt sich ja hier um ein sogenanntes Tagerdach. Das heißt, ihr könnt komplett geschlossen fahren oder auch als Tager, quasi ein halbes Cabrio. Es ist ein Hardtop. Das heißt, ihr habt auch eigentlich gar keine Windgeräusche groß. Es ist nicht wie in einem normalen Cabrio, wo ihr ein Softdach habt und dort dementsprechend Windgeräusche habt. Das habt ihr bei der Corvette nicht. Aber sieht schon geil aus, das Ding, oder? Ehrlich? Das hat schon was. Auch von außen finde ich, sieht echt gut aus. Also ich finde es halt geil, weil es aussieht wie so ein McLaren, weißt du? Ja. Ja, wie viel kostet der? Irgendwie bisschen über 100. Das Fahrzeug hat einen Listenpreis von 117.000 Euro. Warum habe ich mich für eine Corvette C8 entschieden? Das fragen sich bestimmt die meisten von euch. Es ist der erste Ami bei uns im Fuhrpark. Eigentlich war ich von Amis meistens abgeneigt. Zwecks Fahrsicherheit, Heckantrieb etc. pp. Aber bei der Corvette war das einfach anders. Als das Fahrzeug damals präsentiert worden ist und ich das im Internet gesehen habe, habe ich mich eigentlich in das Auto verliebt. In die Form. Die erinnert etwas an einen McLaren oder auch an einen Ferrari 296er GTB von der Optik her. Und was auch schön ist bei dem Fahrzeug, das ist die erste Corvette mit einem Mittelmotor. Der Mittelmotor ist ein V8 mit 6,2 Liter Hubraum und sage und schreibe 482 PS. Der Motor selbst hat leider einen Partikelfilter, der den Sound etwas ja, trübt, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass unter Last das Fahrzeug zu hören und zu spüren ist. So, jetzt sind wir schon 5 Kilometer gefahren, behutsam gefahren. Wir geben kein Vollgas, wir geben keinen Kickdown, wir halten uns an die Spielregeln. Aber man merkt, so wie man das Gaspedal leicht antippt, ist gleich was da.
vom Sound her gehe ich mal stark davon aus, dass die dementsprechend lauter wird, dass sie sich erstmal ein bisschen einbrennen muss, der Auspuff. Was eigentlich normal ist. Ja, was macht das Auto auch noch so besonders? Bei der Corvette, Corvette verkauft das Fahrzeug hier als Coupé, aber es ist ein Targa. Das heißt, wir können das Dach hier abnehmen. Das habt ihr auch im Video davor schon gesehen. Sieht sehr nice aus. Geht alleine, sollte man am besten aber zu zweit machen. Geht aber recht simpel. Und von der Optik her finde ich das Ding einfach nur mega geil. Preis-Leistung finde ich ist bei Corvette sowieso mega gut. Und für 117.000 Euro bekommst du auch was. Du bekommst fürs Geld wirklich was geboten. Gemacht hier, dass es so abgetrennt ist. Die Mittelkonsole ist auch erstaunlich genial gelöst. Du hast hier einmal die Klima, Fahrerseite, Sitzheizung, Fahrerseite, Sitzlüftung und hier haben wir noch mal das gleiche für den Beifahrer. Also man merkt, dass das Auto neu ist, denn man riecht den Auspuff, der sich gerade sozusagen einbrennt. Man hat hier so einen leicht fauligen Geruch nach faule Eier. So, an der Stelle nochmal ein Riesendank ans Autohaus Brass in Dietzenbach. Besonders an Herrn Michael Flori, der jetzt aktuell im Urlaub ist. Viel Spaß im Urlaub, Michael. Und an Markus Schwarz, der mir die Übergabe gemacht hat. Vielen Dank, Markus. Bose-Anlagen sehen auch geil aus. Das mit dem Metall, ne? Das sieht schon hochwertig aus. Die Sitze sind ja auch extra. Das sind ja diese Competition-Sitze, weißt du? Das ist ja, hier, guck mal, was hier steht. 70 Jahre oder was, was steht denn da? Hier, guck mal, das ist sogar noch aufgeklebt. Schau mal hier, was wir haben. 70 Jahre Corvette. Das ist ja quasi wie so eine Anniversary Edition, ne? Ja. Das haben ja nur die 23er bestimmt drin. Garantiert. Von den Sitz kannst du bestimmt auch noch. Ach, guck mal, da kann man auch schön nach hinten fahren. Ja, das Auto ist auch sehr geräumig, muss ich sagen, für einen Zweisitzer. Also bei meiner Größe, ich bin ja 1,87 groß. Dementsprechend stabil gebaut. Ich fühle mich wohl. Wir sind jetzt gleich in Weidestadt, bei mir in der Firma. Die Jungs von Highpace sind übrigens heute dabei, der Lukas und der Ben. Die begleiten mich gerade und werden im Anschluss einen schönen Carporn für uns drehen, damit wir direkt schönen Content für Social Media haben. Oh, wir sind angekommen, Jungs! Und Mädels. So, liebe Sportwagenfreunde, ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick für die neue Corvette C8 bekommen. Und wenn ihr selbst so ein schönes Fahrzeug fahren wollt, ruft mich an. Und jetzt kommt ein geiler Carporn nur für euch. Sitting on 25 racks.